Hallo zusammen zu einem weiteren Video von uns, von Mustang 302 in der Nähe von München. Ja, dieses Mal wieder ein Cabrio, das wir euch gerne zeigen würden in der wunderschönen Farbe Velocity Blue. Eine Farbe, die man nicht oft sieht, was vermutlich daran liegt, dass ja, viele vielleicht, wenn man diese Farbe auf Bildern sieht, sich nicht trauen, das Fahrzeug so zu bestellen. Ist eine tolle Farbe, kommt hier richtig gut rüber, beim Cabrio vor allem. Man sieht es auch hier gleich schon im Innenraum. Wir haben hier unseren Grabber Blue Stitch, so wie es im Amerikanischen heißt. Das heißt einmal hier diese blauen Akzentnähte, die sich eben durchs ganze Fahrzeug ziehen und die dementsprechend sehr gut zur Außenfarbe des Fahrzeugs passen. In diesem Fall haben wir jetzt hier noch die GT Performance Felgen verbaut. Das Fahrzeug hat auch das GT Performance Paket, also das echte, das US GT Performance Paket mit allen Inhalten eines solchen Pakets. Das heißt eben, Domstrebe ist hier ab Werk verbaut, vergrößerter Lüfter, Kühler, Stabilisatoren etc. Alle Merkmale des GT Performance Pakets sind hier in der US-Version natürlich vollständig vorhanden. Hier haben wir auch wieder unser schönes GT-Logo und kein Pony-Logo. Das Pony-Logo steht ja in der Regel für den EcoBoost, das GT-Logo für den V8. Klappenauspuff ist verbaut und ansonsten ist das Fahrzeug nahezu voll ausgestattet. Wir haben hier im Innenraum das digitale Cockpit verbaut, also nicht das analoge. Beide Varianten sind ja möglich. Auch hier ist wieder alles auf Deutsch umgerüstet worden. Also einmal das Sync-System und eben das Display. Beim Display macht es auch Sinn, auf Deutsch umzustellen, vor allem beim digitalen, weil die Meilenanzeige hier doch etwas hervorstechen würde und die kmh-Anzeige im Verhältnis dazu relativ klein ist. Dementsprechend macht das beim digitalen Sinn. Beim analogen finde ich es eigentlich nicht notwendig, auf Deutsch umzustellen. Ja, wir haben hier, wie in der US-Version üblich, ab GT Performance Paket wieder unsere zusätzlichen Instrumentenanzeigen und auch bei diesem Fahrzeug noch die 55 Years Edition. Alles in allem ein sehr schönes und sehr sportliches Cabrio. Sicherlich wird der Kunde nach und nach das ein oder andere am Fahrzeug verändern, aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Manche machen mehr, manche weniger. Meine Meinung, viel muss man beim Mustang eigentlich nicht machen. Es gibt ein paar Dinge, die möglicherweise Sinn machen. Manche dagegen sind reine Geschmackssache und dementsprechend wollte der Kunde hier auch erstmal nichts anderes verändert haben. Wir können natürlich noch einige weitere Dinge umsetzen bei Mustang, was wir auch schon in vorherigen Videos gezeigt haben. Das wollte der Kunde aber erstmal nicht. Natürlich, wie immer, unsere sequentiellen Blinker, die verbaut sind, und die Nebelschlussleuchte, die eben in der letzten Kammer hier integriert ist. Und ja, ansonsten wollten wir euch einfach mal die Farbe zeigen. Der Wagen steht wirklich schön da. Der Kunde plant vielleicht nächstes Jahr auch noch andere Felgen zu montieren eben und vielleicht auch weitere Umbauten machen zu lassen. Aber das ist jetzt erstmal gar nicht nötig. So, dann würde ich sagen, hören wir uns das Baby nochmal an. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns dann bis zum nächsten Video. Wie gesagt, wir möchten die verschiedenen Fahrzeuge einfach mal zeigen. Wir zeigen aus Zeitgründen auch nicht jedes Fahrzeug. Aber wie hier zum Beispiel, diese Farbe sieht man wirklich selten. Und schaut einfach klasse aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Servus.